Basler erroten Zürcher Wörter. Ich rate gerade mit Zürcher Wörter. Ich wollte wissen, ob ich die Zürcher Wörter kenne oder nicht. Yalla, 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 yalla. Oh, upa, Abfall. Ich kann nicht TikTok tanzen. Ich meine. Nein, ich muss sagen, Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe natürlich auch nicht vergessen, die Kommentare abzuchecken. Chat, danke Chat, danke Chat, danke Chat. Ich warte auf den one and only Schweizer Reaktionsboss. Kuss, nice. Okay. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist das gut gewesen? Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem wunderbaren Nati Style. Hi! Und ich bin so ein Mensch, ich putze eigentlich nicht so gerne, aber Fenster finde ich irgendwie so satisfying zum Putzen. Für die, die sich fragen, wieso wir auf dem Bett sitzen und nicht im Bett liegen, das machen wir nachher auf einem anderen Kanal. Smash! Wird ich bezahlt? Bald hat Nati auch OnlyFans-Account. Du fragst, wie gut es ist. Verhütungsmittel mit F für Fischerhut. Ja, genau! Bestes Verhütungsmittel, sagen die ehrlich, Fischerhut, bestes Verhütungsmittel, nein, Spass, verhütet immer mit Kondom. Minimum, ein Gummi drum. Auf jeden Fall wieder Basler Wörter erroten, Basler Wörter. Heute tue ich auf jeden Fall wieder Zürcher Wörter erroten, du hast ein paar aufgeschrieben und ich hoffe, dass ich sie nicht kenne und keine roten. Ich bin übrigens Zürcherin. Gut, kannst du mir noch etwas sagen zusätzlich oder ist das damit alles gesagt? Jetzt legen wir los mit dem Video, viel Spass. Was ist ein Dolle? Eine Dolle? Was ist eine Dolle? Eine Dolle? Ich habe keine Ahnung, was das könnte sein. Eine Dolle ist so ein grosses Stück Brot. Pff, sicher falsch. Ist das eine Dolle? Ja. Was hat er gesehen? Was hat er gesehen? Was ist das? Wasserabfluss. Und das, was auf der Straße ist, eine Dolle? Ja. Wasserabfluss? Bei mir sagen wir einfach Gulli. Das ist der Gulli. Flattern. Okay, das ist. Das ist, glaube ich, ein Furz, oder? Kann das sein, ein Furz? Furzen? Bitte. Das ist einfach so eine. Oh, Maschine, Traktor, Panzer! Ey, wie kann man nur so blöd sein? Furz. Aber da bist du ein Klapfen drin. Ein Klapf? Wie sagen die immer Klapf? Körble. Hat es etwas mit Sport zu tun? Nein. Oder mit Einkaufen? Nein. Ist nicht so. Körble? Ich gehe dir körble. Mit uns gegenseitig. Ich tue dir heute Abend wegkörbeln. Ist das? Ich körble dir. Wir körbeln heute Abend. Ja, es im Chat schon gelesen, es ist Kotzen. Körbeln. Bei uns ist Köbeln. Okay. Köbeln. Okay. Wenn man einkaufen und so körbeln, man nimmt so Sachen und legt sie in den Korb. Es hat eigentlich nichts mit einem Korb zu tun. Ich weiss nicht warum. Wenn du eben einen Korb gibst? Nein. Wenn du einen Korb bekommst? Geht man körbeln? Man hat Gemüse körbeln. Ah, erbrechen. Ja. Wann hast du das letzte Mal körbelt? Ich kann es nicht mehr schlagen. Ich meine, ich ein Video von dir geschaut habe. Spass, das war eins von Milo. Ich bin zwar in der Uni, hey! Aber der da, der Brain ist nicht so. Säusle. Das ist so Kotze! Das ist so an. Ich sage es jetzt nicht, aber hey, ich körble auch. Oh. Nein, ich körble nicht, sondern ich habe jedes Mal, wenn ich ein Video von Madi sehe, habe ich die ganz grössten Dünnpfiff. Habe einfach Dünnpfiff danach. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, ich habe Dünnpfiff nach Adis Videos. Ich habe Dünnpfiff, ja. Ich sage es, wie es ist. Ist das nicht, wenn du so mit dem Feuer rumspielst? So. Ja. Mann, du kennst ja alle! Ich habe keinen halben Zürcher im Herz. Und dann machst du mit den TikToks, Zürcher sind scheiße! Schau jetzt! Die Zürcher sind wirklich scheiße. Augenzieger. Augenzieger? Ah, ich weiß was, das muss das sein, so Augensand. Also so wie du am Morgen aufstehst und dann hast du hier so ein bisschen Sand in den Augen. Bitte. Okay, das ist ein Dude. Nein. Das ist ein Dude, der nervig ist. Du bist ein hoher Augenzieger. Aber das ist eine Beschreibung für einen Mensch. Es ist ein Nomen. Es ist jetzt nicht cool, aber also... Es Nomen. Das ist für euch jetzt sicher nicht überraschend. Das ist dir. Nein. Lies mal nur das erste Wort. Auge? Ja. Ah, eine Wimpern? Nein. Wenn man so macht? Das Blinzeln, nein. Pupille? Nein. Du hast es nicht immer. Also du hast es nicht angemacht. Eine Träne? Nein. Ich habe eine Träne in meinen Augen. Brille? Nein. Linse? Nein. Du hast es bei deinem Auge, aber es ist nicht angemacht. Aha, wenn du so etwas drin hast, was weh macht. Du blinzelst so und dann macht es so weh. Nein. Augenring? Nein. Digga! Ich
Ich denke, das ist jetzt mal klar. Ah, ich weiß es. Holy shit. Das, was du da drinnen hast. Ja, wie sagst du denn nicht? Keine Ahnung, wie man dem sagt. Ich weiß wirklich nicht. Wie sagt Augenzicker. Ich kann mal irgendwann in den Kommentar schreiben, wie das noch heisst, um so drinnen. Aber ich finde das mega. Das ist Sand. Augensand. Was ist jetzt nicht so? Aber es ist doch der Sand, wenn du am Morgen aufstehst und sagst, immer so Sand in die Augen. Das hätte es fein gefallen, wenn du so, ja, das rausnimmst, dann fühlst du so wach. Ja, ein Knatsch. Ich habe schon gelesen, ab in den Ah, das steht gestummen, es hat gestummen. Chat, die, die Augenbrauen drin geschrieben haben, pisst euch. Das nächste Wort ist Knatsch. Das habe ich, ich habe einen Knatsch. Ich habe einen Knacks. Knast. Ab in Knast. Das ist ein Blödsinn. Nicht unbedingt. Nein. Etwas, was keine Funktion hat. Es ist unnötig, aber es ist so, also... Du! Ich hätte es gar nicht sagen, ich blase, nein. Das ist der Sound! Wer von euch hat den Sound jetzt gerade kennt? Chat? Also ist gut, wir machen weiter. Mit Chat kennt den Sound und kennt auch hier die wunderschöne Casting Couch dahinter. Würdet ihr mal auf die Casting Couch? Schreibt es in Chat oder in den Kommentaren. Das ist ein Larifari-Dude. Alle können es haben, es ist meistens so ein bisschen unter Meitli. Periode? Nein. So Meitli, so rotz Meitli, so Zickereien haben, ja, ist das ein Knatsch. Ja. Ja, zum also Katzen, so Digga. Ich glaube, es ist so ein Knatsch, so ein lächerliches. Also ja, dann ist so das, wenn so Buben auf der anderen Seite sitzen und sich so denken, oh, also, können die nicht einfach mal ihr scheiß Leben chillen? Schlote, das weiß ich, es muss rauchen, röken. So. Kennt ihr die? Es gibt so verschiedene Typen von Rauchern. Ich muss jedes Mal lachen. Ich habe noch nie geraucht selber, aber es gibt so verschiedene Typen. Leute, die gestresst sind, Leute, die so ein bisschen verzweifelt sind, Leute, die einfach wie entspannen. Also. Ich muss jedes Mal lachen von diesen verschiedenen Typen. Ja, ich habe wahrscheinlich noch nie mehr aufgefallen und ich bin einfach komisch. Das ist so ein Wort, das man kennt. Ist es Schlittschuhfahren? Nein. Man benutzt es nicht mehr so. Also vielleicht eher, doch, vielleicht auch schon. Das kennt man. Das ist ein typisches Zürcher Wort. Schloten. Versteht ihr? Nein. Hat es etwas mit Schaffen zu tun? Nein. Smashen? Jetzt, wenn ich gerade in die Kamera schaue, muss ich sagen, dass mein Schnauz wirklich übel schön aussieht. Vorab. Schnauz, der ist schön. Man fängt es etwa an, wenn man anfängt mit als Jugendlichen. Ah, rauchen! Ja. Jungs, nicht schloten. Genau, nicht schloten, nicht rauchen, bitte nicht rauchen. Aber ich muss wirklich lachen von diesen Raucherleuten manchmal. Die Leute, die heute noch sich entscheiden, ja, rauchen ist eine gute Idee. Mit dem fange ich an. Raus, Band den weg, Digga. Ein Papi sagt, es gibt überhaupt gar keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt als Royal Star. Chresme. Boah, holy shit, das ist wirklich so ein ganzer... Chresme. Es chresme, das tut so... So ein bisschen so, einfach das Geräusch so... Es... So ein kleines Geräusch, so ein bisschen so, es rebelt, das ja, gerne. Ein hässliches Zürcher, warte Meine Frau spürt auf Zürcherin sein, aber wenn sie da sagt, Scheidungsvertrag, instant. Das ist so etwas, was man nicht gerne macht. Das klingt schon so negativ. Chresme. Du machst das nicht aus... Eben so einkaufen? Aus einem normalen Grund so. Nein. Putzen? Nein. Abstauben? Nein. Spielt es eine Rolle, wenn es festbindet? Nein. Schnitzen? Nein. Brüllen? Nein. Schnurken? Was ist denn das? Als Baby tut man schnurken. So auf allen vier... Ja, das sagen wir auch so. Schnaken. So auf allen vier, wenn die Babys so... ja... kriechen. Im Haus schnurken. Schnurken! Du kennst nicht mal Krüchen. Doch, Krüchen kenne ich schon, nein, aber Schnurken sagt man. Nein, Chresme. Man tut eben auch Chresme, wenn man... Käfer tut auch Chresme. Du meinst so... Ja, genau. Okay, jetzt kommt das lustige Wort. Es Nüsse. Es Nüsse. Es Nüsse. Es Nüsse. Digga, ja, keine Ahnung. Das ist ja ein mega lustiges Wort. Das ist auch immer ein älteres Wort. Das ist, wenn man so niesen, aber nur so ein bisschen. Nein. Ist es Nüsse? Nein. Ist es Nüsse oder ist es Nüsse? Es Nüsse. Das ist so das... das ist so das... Wie sagt man denn? Das Blüschtierli, das man als Kind immer hatte. Nein. Nicht? Nein. Du hast es an deinem Körper... Also... Warte mal schon. Extrem viele Muskeln. Nein. Aber das ist nicht ein... Nein. Nicht jeder hat es. Also wenn... Du hast es manchmal. Aha, eine Bühle. Ah, ein Rüfe. Ein Rüfen? Ja? Ja. Ein Rüfen? Was? Ein Rüfen? Ah, das, wenn du dich verletzt, du blutest und dann das, was drüber wächst, also bei uns sind wir das
rauft. So einfach das, was halt, wie das tut für heilen. Es gibt so viele verschiedene Dialekte in der Schweiz. Rüfen? Rüfen. Rüfen? Rüfen. Okay, next. Verheulen sie. Aha. Einfach, du hast gerade gerannt, du hast gerade gebackt und du bist noch so voll mit Tränen und man sieht, dass, du grad, dass dir gerade nicht gut ist gegangen. Verheulet? Verheulet sein. Ich bin verheulet. Nein, verheulet. Nein, das ist so, wenn die Haare so durcheinander sind und so das T-Shirt nicht glättet. Ja, aber ich habe das gesehen, nur bei den Haaren. Zum Beispiel, wenn du aufwachst, bist du am Morgen verheulet. Aber verheulet. Nicht verheulet. Doch, verheulet. Nein. Du sagst nicht, ich bin verheulet. Doch. Okay, wie falsch sie. Klüben. Klüben. Klüben, klüben, klüben. Etwas kleben, so einfach. Du nimmst den Scotch, nimmst den Tesafilm und du hast etwas kleben. Hä? Das kannst du nicht. Wieso? Ich bin Basler. Wieso kennst du das Wort? Was ist ein Buschi? Ein Busch? Ein Kuss? Wieso weißt du das nicht? Nein, das Baby. Das kleines Kind ist ein Buschi. Aha, ich weiß es. Ich muss ein Kuss. Kleben? Nein. Kann ein Mensch klüben? Ja. Ja? Aber nicht so im Alltag, so... Brüllen? Hä? Stolpern? Nein. Ich liebe dich, so kannst du sagen. Ich liebe dich? Nein. Ich liebe dich? Ich liebe dich. Beloben? Ich lobe dich? Nein. Selbstverliebt sein? Nein. Anschlo? Nein. Mobben? Nein. Abmachen? Nein. Nerven? Du denkst fest, zu fest, du musst mehr denken mit Gewalt. Vergewaltigen? Nein. Also, so unter Kollegen macht man das? Also, mir nicht. Boah, Digga, holy shit. Ja, das ist wirklich schwierig. Du machst es mit deiner Hand. Oh, knacksen? Nein. Ach, klemmen. Au! Ich kann es wirklich klemmen. Oha. Wie sagt man klemmen bei euch? Klüben. Ah, ist das klüben? Ja. Oha. Ich klüb dich. Ah. Klempen. Wie sage ich klempen? Klüben, klempen, das sagen wir in Vorarlberg auch. Ja, in Österreich, ja, dort, also. Ich weiß auch nicht, wieso ist überhaupt jemand von Österreich im Chat? Im Toggenburg auch, ja, das ist alles dort hinten. Ich weiß auch nicht, wieso, ich weiß auch, ja, komm. Hast du gerade noch ein Zürcher Wort, das ich nicht kenne? Zwetschgeweihe. Ist das Öpfelkuchen? Was? Ist das Ankertierli? Ein Ankertierli, das habe ich auch schon gehört. Ein Ankertierli ist, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Hat es etwas mit Anker zu tun? Nein. Es ist ein Tier. Es ist ein Tier, ja. Igel, ein Igel. Nein. Wieso ist er auf Igel gekommen, ja? Himmelgügel. Aha, Schmetterling. so ein rotes Ding mit Pünktchen. Ein Marienkäfer. Ja. Das ist eine Kaktusmaske. Oh, eine Kaktusmaske, das habe ich immer wählen. Also, Messi, wie mal? Ja, Messi! Warte! Wow. Ich weiss noch mal eins. Krottenbüsche. Oh, das ist wirklich, das ist zu kotzen, Digga. Krottenbüsche. Du hast gefressen. Aha, ja, Löwenzahn. Ja, genau. Ein Löwenzahn, Krottenbüsche, das kenne ich alles nicht. Und das Letzte. Stürchle. Ja, ich gehe stürchle, ist ganz klar. Wenn wir Pilz suchen. Ich gehe stürchle. Wenn wir Pilz suchen im Wald, dann gehen wir stürchle. Die haben nicht einmal Wöhn. Die haben nicht mal Wöhn, wie ein Apfel, hä? Wie ein Apfel. Das ist Wahnsinn. Man tut nicht mehr irgendetwas reinstecken. Es passiert schnell. Darum kannst du nicht sagen, ich gehe stürcheln. Du gehst um. Du tust dich so vertrampen. Ja, aber du stolperst über etwas. Nein, eigentlich stürcheln ist der Moment, wenn du umgehst. Storcheln? Also du bist so. Du bist so. Besoffen und du bist so ein bisschen so. Storcheln. Also, du gehst wirklich um oder du tust nur so den Fuß anschauen und tust so für. Nein, du gehst wirklich um. Gehst wirklich um. Ja. Also du bist auf der Dohle umgestürchelt. Wenn wir gerade Bungee Jumping machen, tun wir jetzt die Brücke aber stürcheln. Nein, das Stürcheln passiert nicht extra. Aha, okay. Das passiert so aus passiert so, das passiert so Larifaris. Ja. Leute, an der Stelle habe ich wirklich gar keinen Bock mehr auf Zürichdeutsch. Wir haben bei der Nati auch noch ein Video gemacht, dort haben wir TikToks gemacht. Wape? Nein. 1998 Schnapsbrennmaschine im eigenen Haus. Nice. Ganz wild geworden. Ich sag zwar immer, dass TikTok über cringe ist, aber wir haben TikToks gemacht. Ist wirklich sehr wild geworden. TikTok-Memes. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut bei ihr vorbei. Könnt ihr Like geben, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace und Blümli. My heart, heart, heart. My heart, ja, hey, chilliges Video, Mark. Mark? Hab ich gesehen? Chilliges Video von Mark? Scheiße!
chilliges Video, Adi. Natürlich, Adi. Hey, ich habe ja nichts falsch gesehen. Chilliges Video, Adi. Huch.